Wir sind jetzt schon ein bisschen gelaufen und ich habe immer dem Eifler hier ein bisschen unsere Gegend gezeigt. Schön. Schön. Ja, auch schön. Auch gar nicht so schlecht. gut. Ja, ja. Schon ganz nett hier in der Nähe von Wiesbaden, ne? Ja. Ja, ja. Kann man machen. Kurze Frage. Hä? Du machst ja immer, wenn du dann jetzt ausmachst, bleibst du ja stehen. Bist du wieder aus? Warum eigentlich? Schweinebacke, halt die Fresse! Oh. Ach, die sind drauf. Ja, genau. Nee, wir laufen durch. Ja. Das ist klar. Mhm. Ja, logisch. Ja. Ja. Tu mal so geschwitzt. Naja, nee. Scheiße. Ich kann auch nicht mehr. Aber die ersten 20 haben wir. Erst 20 Meter? Ja. Ja. Wir sind ja schon gut 35 Minuten unterwegs. Mir kommt es vor, als wären es schon 36. Ja, so in etwa. Ja. Aber hier im Wald ist es doch schön, ne? Ich merke schon wieder. So fast wie in Lissendorf. Ich merke schon wieder, dass die Blase drückt. Ich muss immer Punkt nach 40 Kilometern pullern. Das ist verrückt. Ja, verrückt. Ja, dann müsstest du jetzt gleich pullern, ne? Ja, musste ich jetzt. Ja, ja. Ach, zu spät. Ach, Mist. Ja, schade. Egal. Komm, die nächsten 40 kommen ja gleich. Da weht ja ein laues Lüftchen. Ja, ja. Das ist eigentlich nettes Wetter heute. Das ist ganz schön, ja, doch schön. Ist gutes Laufwetter. Schön. Ja, schön, schön. Schön als in Gönnersdorf. Gönnersdorf ist ja der Arschlochort in der Eifel. Nee, das will ich nicht sagen, aber ich möchte da nicht. Aber ich sag's doch. Ich möchte da auch gar nicht drüber sprechen. Nee. Bitte. Gut. Nee. Gönnersdorf. Kann man mal googeln. Gönnersdorf gibt es übrigens mehrmals in Deutschland. Ja. Lissendorf nur einmal. Ja. Ja. Wenn jemand wissen will, worüber der eigentlich redet, dann gehen wir mal ein paar Sportvlogs zurück. Weiß gar nicht, welche Nummer. 19. 19? Ja. Weißt du? Und dann sind wir in der Eifel unterwegs. In Lissendorf. In Lissendorf. Übrigens einzig. Also ja. Artig. Ja. Genau. Ja, ich muss jetzt meine Distanz jetzt hinkriegen. Muss mich konzentrieren. Hast ja gleich wieder Pause, wenn du ausmachst. Halt die Fresse. Boah, also ich muss sagen, für die Zeit, die wir jetzt gelaufen sind, fast eine Stunde. Mindestens, ja. Also bin ich mit dir jetzt gelaufen. Ich bin ja schon den ganzen Tag. Da war das doch eigentlich eine lockere Angelegenheit. War in Ordnung. Das Ding ist, wenn ich halt mit so einem Hansel hier unterwegs bin, quatsche ich dem die ganze Zeit die Ohren voll, ne? Dann merke ich nicht, wie ich laufe. Wenn ich alleine bin, ist härter. Deswegen war so eine gute Idee von dir zu sagen, dass ich rückwärts laufe. Ja. Dann kommst du mit und wir können uns in die Augen gucken, wenn du redest. Ne? Ja, genau. War gut. Ja, sehr gut. Ja, Marek, kannst jederzeit wiederkommen. Danke. Ich glaube, als Laufpartner bist du geeignet. Ansonsten weiß ich nicht so genau. Ich wollte noch kurz rausschicken, ich habe ein schlechtes Gewissen. Die Leute in Gönnersdorf sind eigentlich ganz in Ordnung. Ja, die Gönnersdorfer. Ich kenne ja keinen, aber ja, ich habe schon wenig von denen gehört. Wie Bielefeld. Bielefeld gibt's gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Nee. Ja, wir melden uns gleich nochmal, wenn wir da sind. Genau. Gruß nach Gönnersdorf. So, wir haben unsere Tour absolviert. Ja, spielen kann er ja ganz gut, ne? Schauspieler, der Marek. Gut. Also, wir sind jetzt da. Wie man sieht, Eifler gespatzt. Geht check. Wieder. Ja, genau. Doch nicht check, egal. Und wir sehen uns demnächst wieder, Marek. Du kommst mal wieder mit. Na klar. Ist geil. Ja, schön. Schon schön hier. Cheerio, Miss Sophie. Tschö.